nicht. Nein. Hey! Ohne Witz. Ohne Witz. Ich geb den Platz schon. Ja, veraltet. Ey, ich sag euch, wenn das. Aber jetzt mal ganz ehrlich, wenn das nicht Hammer Knife ist, wenn das nicht Hammer Knife ist, oder? Ist so, den müssen wir zusammen rein. Ja, da müssen wir mal irgendwann rein. Jetzt habe ich nur noch ein Ziel. Wie kommen wir da jetzt wieder hoch? Ja, warte, wir bauen uns den Weg. Was hast du für ein Ziel, Mike? Okay. Mike? Nicht. Oh. Ich war. Wie warst du da unten? Das war wirklich. Alles hattest du viele Sachen dabei? Aber geil, ne? Dass wir direkt unter der Höhle finden eigentlich. Ja, aber was für eine, ey. Das ist ja gar keine Höhle mehr. Das ist schon eine Unterwelt. Voller Riesenrisse, sozusagen. Jetzt hatte ich gerade wieder Zeit. Ja, wenn du. Ganz ehrlich, ich hab gesagt, guck doch mal. Ich hab nicht gesagt, fall mal rein. Ja, haben Sie überhaupt nicht reingeschubst? Wie? Wieso hab ich mich nicht da reingeschubst? Wenn du gesneakt hättest, wärst du da gar nicht reingefallen. Ich hab gesneakt. Ja, dann kann ich dich da nicht reingeschubst haben. Nee, dann kann er dich da nicht reingeschubst haben. Das geht nicht. Da spätestens okay, spätestens rein und ich bin schuld. Ey, was ist das denn, Lacke? Ey, spätestens in der Aufnahme wissen wir Bescheid. Und die kommt übermorgen online, die Folge. Ja. Sei mal, Mike. Ja, Simon, du gibst es jetzt zu oder wir erfahren es übermorgen. Richtig. Bob, hier dein Spruch. Ich hab gesagt, Lecker. Guck mal und ich fall mal rein. Oh, geht schon wieder gut los, ey. Oh, meine Erkältung, ey. Bist du erkältet? Bisschen, ne? Hört man das nicht? Oh, Nils, das tut mir leid. Nils, soll ich dir ein Küsschen geben? Ja, bitte. Nein. Mike, was soll der Scheiß? Ich muss grad was machen. Ich muss grad was zaubern. Ich will jetzt ich gehe gleich in die Höhle rein, dann hole ich mir alles raus, dann geht ihr da rein und ihr findet nichts mehr. So eine Ratte, Mike, ne? Lass doch zusammen reingehen. Nein! Ja, so eine Ratte, ne? Warum stirbt er denn nicht? Mike, bewegst meine Sachen wieder. Mike, stirbt in einer Folge dreimal. Ich hab nichts gemacht. Ich hab nichts gemacht. Dann gib mir meine Sachen wieder. Und du wolltest mich hier töten, ey. Ja, du hättest mir meine Sachen auch nie wiedergegeben. Natürlich. Ja. Ja, nee, da hab ich keinen Bock mehr. Fang jetzt nicht nochmal wieder an. Simon, gib ihm seine Sachen wieder. Bin ich dabei, du Lumpi. Achso. Kennt ihr dieses Gefühl, wenn man so eine Höhle findet? Dieses, oh, du bist so awesome Gefühl? Ja, natürlich. Ja, genau das habe ich gerade. Das Gefühl habe ich 365 Tage im Jahr, auch wenn ich keine Höhle finde. So, jetzt komme ich hier nicht mehr wieder raus. Wo bist du denn? Ich habe was gefunden. Ich habe jetzt hier gerade deine Sachen hingeschmissen, nee, Mike. Oh nee, ganz wahr. Ich hab was ganz Tolles. Hast du deine Höhle auch gefunden? Nee. Guck mal in seine Hose. Der war so flach, ne? Ja. Der kann nicht mehr. Ich bin einfach niveaulos, Leute. Das ist einfach so. Ich geb's auch gerne zu, weil ich einfach... Boah, diese Höhle, ne, die macht mich so geil, das glaubt, aber wie soll man denn da reinkommen? Das ist alles. Ah, ich weiß wie. Wir müssen einen Eimer finden, einen Eimer Wasser machen und zack, sind wir drin. Ich hab Eimer. Ja. Wo hast du einen Eimer? Ja, ich hab was gefunden. Ja, hätte ich jetzt auch gesagt. Mike hat sich heute gerade alles entdeckt. Mit einem Monster spawner. Habt ihr jetzt schon Eisen gefunden? Ne, einen Eimer. Also. Hä, wo hast du einen Eimer her? Wo warst du denn? Ja, aus der Truhe, aus dem Dungeon. Lava, hast du einen Dungeon gefunden? Ja.
Und du sagst nicht uns Bescheid. Das finde ich jetzt echt sehr gemein von dir. Ja, nachdem, was so passiert ist. Wie ihr mich immer irgendwo überall runterschubst und wenn, so. Wenn, ich du, wenn, du, wenn du so intelligent bist und in so ein Loch reinfällst, in so eine Riesenhöhle, ne, in so eine. Wirklich, das ist ja schon. Das ist ja schon keine Höhle mehr, das ist ja schon eine ganze Stadt und du fällst da einfach rein, dann bist du doch selber schuld. Wir werden es in der Aufnahme sehen. Erst setzt du mir die Zombies auf den Hand. Also dann, Mike, ich schwöre, wirklich, ich hab mich da nicht reingeschoben. Und dann tötet die man mich einfach so grundlos. Oh, grundlos? Ja. Du hast dich unter mein Haus gebuddelt und wolltest... Einer von euch drei. Was war einer von uns drei? Sag ich ja, grundlos. Mike hat sich unter mein Haus gebuddelt und wollte und wollte mich angreifen. Besser als sexuell belästigt werden. Und außerdem, Nils, wir werden es gar nicht bei der Aufnahme sehen, weil du die ganze Zeit auf das Loch gerichtet warst und nicht auf die... auf die... Doch, ja, weil ich hab aufs Loch gerichtet. Ja, deine Sicht war ganz klar auf mich gerichtet. Nils. Ich hab alles gesehen. Wer war's denn? Das möchte ich jetzt lieber nicht sagen. Also war's Nils. Ja. Ehrlich gesagt, wir wollen die Spannung ja noch ein bisschen wahren. Nee, mein Ziel ist es jetzt, und das habe ich mir wirklich zur Aufgabe gemacht, deswegen sage ich euch nicht, wo ich bin. Ich baue mir so einen kleinen Unterschlupf. Und gehst uns dann die ganze Zeit auf den Sack. Und dann baue ich mir schöne Rüstung, Schwert. Und gehst uns dann voll auf den Sack. Klau alle eure Sachen. Hat einer schon ein Schaf oder so gefunden? Ja. Nee. Nein. Ich würde mich gerne einmal in mein Bettchen legen. Schafe ist okay. Trotzdem will ich ein Bett, um da zu spawnen, nicht, dass ich irgendwo in Pussemuckel wieder rauskomme. Toll. Boah, ich finde mein Haus nie wieder. Nie wieder. Mach doch ein bisschen Foto oder was? Hm? Nein, aber das ist, ich habe mitten in so ein Dings gebaut. In einen Berg rein. Am Berg rein. So. Deswegen habe ich lieber so eine feine Holzhütte, sag ich mal, ne? Warum höre ich die anderen beiden nicht mehr? Ich bin auch da. Nicht. Okay. Dann ist Mike raus, der hat bestimmt so gerauscht. Jetzt alle gucken, wo Mike Zeichen ist, dann können wir Mike sagen. Mike hat einen Rage Quit. Eben drum. Ist da jemand wütend? Man munkelt noch, man weiß es nicht. Das war Mike. Aber er ist bei Skype noch nicht rausgeflogen. Komisch. Wenn Sie mich fragen, ist das ziemlich komisch. Ich verstehe noch nicht, was Getreidebuch nur neu. Das will ich jetzt mal sehen. Was machst du hier eigentlich? Was ist das? Was ist das? Es geht ein Gang runter. Und das ist eine Höhle, oder was? Ja. Achso, und das ist jetzt deine ganze Behausung. Ja, ich brauche erstmal nicht viel, ich möchte erstmal farmen, ne? Ja, Junge, du musst richtig was. Wenn das die Leute sehen, ne, das ist doch peinlich. Es ist doch aber guck mal, ich hab. Nein, das ist nicht peinlich, das ist voll cool. Hast du was im Ofen? Nein, okay, schade, das ist gestohlen. Ja, verpiss dich jetzt raus. Ich vermiss Mike. Ich auch, wo ist der? Weiß ich nicht, ist der noch im Game? Ja. Jo. Also, Pierre hat eindeutig die schlechteste Verbindung. Ne, jetzt nicht mehr, jetzt hat Mike die. Ja, bei mir haben ich und Getreidekuchen die gleiche Verbindung. Das ist dein Haus. Das ist mein Haus. Oder was ist denn, wo ist denn jetzt Haus? Ich bin jetzt doch bei Nils gewesen, kurz. Ich könnte echt mal so langsam ein Schaf vertragen oder so, ne? Mhm. Wir könnten alle mal ein paar Schafe vertragen. Haben wir die gleiche Assoziation von Schafen? Ja, ich denke schon. Noten, ne? ja. Hey, läuft Mike hier denn noch rum? Ja, sicher, Mike läuft immer noch rum. Was macht der Junge? Mike ist AFK gegangen, der mag uns nicht mehr. Was ist falsch mit dem Jungen? Was ist falsch? Boah, ich bin so froh, dass ich nicht in die Höhle reingefallen bin, ganz ehrlich, weil da... Mike, warum hören wir dich? Boah, ich dachte schon, du Arschloch. Boah, Mike, der wollte mich gerade, boah, die töte ich jetzt.
Der wollte mich in meine Höhle reinstupsen, das Arschloch. Jetzt habe ich seinen Eimer und ich habe ganz viele Eisen. Ich auch, aber das gebe ich ihm wieder. Jetzt ist er rausgegangen. Der wollte mich reinschubsen, das Arschloch. Das ist ein Troll, Mann. Das ist übelste Troll. Und jetzt lief da Rage Quit. Ey, nee, was machst du da? Was gucken? Hä, hey, was habt ihr gemacht? Ich? Das ist mein Haus. Ich tu mal seine Sachen hier rein. Aber den einen Eimer behalte ich, das ist schon mal klar. Ja, wo ist denn Mikes Haus? Ihr Mike hat noch kein Haus, ja. Mike könnte mal ruhig wiederkommen. Ich will ihm seine Sachen wiedergeben, außer den Eimer. Ja, warte, ich leg seine Sachen auch hier in die Truhe, ne? Ja, mach das. So, jetzt können wir auch in die Höhle runter. Ich place das mal eben. So, jetzt könnten wir die Reise beginnen, wenn wir wollten. Jetzt tue ich den einmal wieder rein, den kann er wieder haben. Wenn er mal wiederkommen würde. Aber ihr seid noch da, ne? Ja. Ist so leise ohne den, das ist so ohne Rauschen eben. Wenn du mich fragst. Soll mal wiederkommen, ey. Er ist angepisst, weil wir das, weil du ihn da runtergeschubst hast. Weißt du, vor der Aufnahme, er noch voll den King markiert, ja, ich troll jeden, darf ich trollen, und jetzt, wenn er getrollt wird, dann muss er gehen. Ihr sollt ihn, ihr sollt Mike anrufen. Ich hätte ihn noch runtergeschubst und wollte dann hier artig unter mein Haus geholt und wollte mich töten. Also. Ich hab ihn da runtergekloppt. Das Geilste war, ich war in meiner... Ruf dir doch mal einer an, ihr sollt ihn anrufen, habt ihr es nicht gelesen? Ich kann das nicht. Und dann, ich steh vor meiner Höhle, vor diesem Loch, guck runter, was macht er? Steht hinter mir. Und dann habe ich den was da runtergeschlagen. Erst habe ich versucht, Pierre runterzuschlagen, das hat nicht geklappt. Und dann habe ich Mike runtergeschlagen. Hättet ihr mich geschlagen, ne? Ihr wärt so tot. Ohne Witz, ihr wärt so tot. Ich hätte eure ganzen Häuser zerstört, alles. Simon, ruf mal Mike an. Ist hier ein... Ja, ich bin da. Der ist doch wieder drin. Warum bist du rausgegangen? Hab auch mehr. Komm wieder rein jetzt. Nee. Mike, sag kein Spielverderber, du wolltest Pierre töten. Nein. Du wolltest mich töten! Du standst hinter mir und wolltest mich runterschlagen, ich hab's genau gesehen. Nee. Das ist auch egal, ich hab einfach keinen Bock mehr. Mike, komm jetzt wieder. Ach nee, Mike, komm wieder rein jetzt. Wir hören jetzt auf rumzutrollen. Komm, ohne Witz. Und gleich trollt er, ich seh's schon kommen. Ach nee. Komm jetzt wieder rein. Wir hören auch auf jetzt. Nö, wir haben auch da nichts gemacht. Trotzdem habe ich keinen Bock mehr. Damit weiß ich jetzt nicht umzugehen. Ich auch nicht. Mike, du kommst jetzt wieder, du willst ja nicht? Nein. Du kannst nicht mitten in der Aufnahme sagen, ich habe keine Lust mehr. Ach nee. Ja. Nur weil du trollen wolltest und es nicht geschafft hast, Mike, das geht nicht. Natürlich, ich wollte eben irgendwo runterkommen, damit ich eben Skype machen kann und dann zack. Was ist das denn hier? Bin ich wieder alle meine Sachen los. Ich hab da kein Problem drauf. Ich hab doch deine Sachen, vor. Idiot. Ich hab doch deine Sachen. Ach nee, wir haben deine Sachen doch alle wieder in eine Kiste gelegt. Ey, du hast Vorstellungen, ne? Sind wir du denkst doch immer, du bist der Benötigte. Wir haben seine Sachen alle zusammen. Der größte Troll will mich trollen, den großen Pierre, und dann fehlt er. Natürlich. Das, Mike, das kannst du nicht. Endlich! Deine Sachen sind alle bei Pierre in der Kiste drin. Komm hier, teleportier dich hier zu uns, warte. Nee, ist schon gut. Jetzt wieder, Mike, wieder alles okay. Boah. Ja. Dieses Drecks. Creeper-Vieh. Also, Leute, ganz ruhig jetzt. Schreibt jeder auf den Zettel, was uns an der anderen stört. Können wir einer die Koordinaten durchgeben? Ja, kann mal einer bitte sagen, was ein Creeper vor meinem Haus macht? Machst du das? Du machst das, Ekin. Ich weiß ganz genau. Natürlich. Du hast ihn hier hingelockt. Du hast ihn irgendwie hingelockt. Deine Aura ist das. Wo bin ich? Nehmt nicht meine Sachen weg. Ja, ich darf jetzt erstmal mein Haus wieder aufbauen. Ich weiß nicht mal, wo ich bin. Könnt ihr mir mal eure Koordinaten sagen? -120 plus 200. -120?